Dann kann der jetzt hier hin. Das ist genau der Richtige für das Feld hier. Der kann hier mal so bleiben. Da hat er es, ne? Da hat er es. Das stimmt. Das funktionierte. Wieso kann ich... Achso. Deshalb. Hier, nehm ich mir mal mein Zeug weg. Ja, genial, ne? Genial. Rauskrapschen geht nicht. Dann wie geschrieben, gleich Teiler. Ja, gleich Teiler funktioniert sogar. Das hätte ich nie gedacht. Aber cool. Das funktioniert. Das ist sehr schön. Also, wir schnappen uns jetzt mal hier in so ein Ding. So, der wohnt jetzt hier. Da hat er Spaß. Ach, das Feld ist auch riesengroß. Seh's gerade. Das ist der Beleg. Das ist nice. Okay, hier jetzt einfach ein Teiler dran. So. Gut. Die Dinger rein. Achso, nee, das braucht man nicht. Minus 30, das ist, die sind jetzt Produktivität plus 600. Was ist der Stromverbrauch? 1,4 Megawatt. Minus 8% in Klammer Limit. Sehr gut. Das ist bei überschneidenden Feldern ein bisschen ärgerlich. Ja, das stimmt. Das geht dann nicht so gut, wenn du überschneidende Felder hast. Die Dinger sind aber geil. Die Frage ist, ja, jetzt muss ich mir da in Muster setzen. Moment. Ich brauche jetzt mal ein Testfeld. Ich bin nämlich für... Mal sehen, ob der das kann. Wo ist denn hier ein Testfeld? Da oben. Wir nehmen das Kupfer da mal. Muss ja keinen Strom kriegen und nichts. Das ist jetzt bloß zum Testen. Ja, pass auf. Wie hat man denn das gemacht? Pass auf. Ich will das hier jetzt für den Outpost-Planer haben. Das heißt, ich hätte gerne mal den Current Blueprint. Danke. Das sieht so aus. Ich glaube fast, das mache ich nicht mit Outpost-Planer. Sondern, das mache ich händisch. Schade, dann ist Outpost-Planer damit jetzt vorbei. Weil die Sache ist, dass einer davon ja ein volles Band macht, wird es schwierig. Warte mal, wenn ich ein volles Feld finde, kann ich mir mal was überlegen. Ich habe eine Idee, wie das vielleicht gehen könnte. Das müssen wir aber dann da unten dann mal testen. Dafür nehme ich mir jetzt erstmal 10 von den Dingern mit. Vielleicht sogar ein paar mehr. Sind sie denn hier? Nimm mal deine mit. Sollen wir 12 einstecken, okay. Das sind 4x4. Für ein großes Feld, sage ich, sind 10 schön. In der Mitte längs 4. Und oben und unten 3. Mhm. Ich glaube, meine Felder sind groß genug, dass ich sogar 16 drauf kriege. Das wären 2 Bahnhöfe, weißt du? Wie ich meine. Das wäre nochmal interessant. Der da. Der da ist jetzt dran. Wir gucken mal, was wir da machen. Wir nehmen mal alles mit, was wir denken, dass wir brauchen. Zum Beispiel das Zeug hier brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Können wir mal alles mal wegpacken. Nehmen Lenfel mit und hol die Steine. Ja. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Indeed. Und ich gucke mal, ob ich den Outpost-Planer noch nutzen kann. Mit diesen enormen Drills. Einer davon macht ja blaues Band voll. Ah, diese wirklich, ne? Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich muss mir das da unten dann mal in Ruhe angucken.
und mir überlegen, wie ich das gerne gemacht hätte. Weil eigentlich bräuchte ich bloß in eine Blaupause, die Viere von den Dingern Ashtoma macht. Und die kann man dann immer kopieren, weil, ja, mehr braucht man ja eigentlich nicht. Und damit wäre die Sache mit dem Outpost-Planer gegessen. Wie die Maus zittert, ja. Die kann sich gerade nicht einigen, wo sie hin soll. So, jetzt zittert nichts mehr. So, wie kommen wir denn da jetzt erstmal hin? Mal davon abgesehen. Von hier ab, einfach hier dahin. Mit Outpostern hier unten, aber das machen wir dann danach. Komm, wir fahren jetzt erstmal mit dem dahin. Wohin? Fahren wir mit dir? Da ist das Ding. Von hier aus wollen wir dahin. Dann fahren wir einfach hier hin. Nee, ich muss den erstmal abändern. Moment. Das ist jetzt hier mit ihm nämlich erst einmal Geschichte. Ups. Artilleriegranate, ja. Schaff's doch mal bitte weg. So, damit sind die weg. Machen wir da normale Wägen dran? Wenn es passt trotzdem. Ja, nee, wir machen keinen normalen Wagen. Hier kommt ein normaler Wagen dran, nämlich der, der jetzt hier noch hier hinten dran ist für alles mögliche Gedöns. Der kommt dann mal dahin. Das machen wir auch gleich. Ich hab da einen Plan. Erstmal muss ich aber die ganzen Geschosse loswerden hier. So, dankeschön. Den Wagen haben wir noch. Der kommt auch hier hin. Und. Ey, hier wird jetzt einfach ein Stück kürzer, ne? Das kommt dann jetzt hier hin. Der wird eine Nummer kürzer, wird er. So, es wird wieder Werbung vor dem Stream angezeigt. Oh, die armen Leute, die jetzt dazu kommen. Werbung gucken. Oh wei. Naja, so ist das manchmal. Hier kommt neben mir alles weg. Los, 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 los. Genau. Ciao, Artilleriegranate. Ciao, Waggon. Kommst du jetzt hier dran? Das kommt weg. Der wird kopiert. Ja, der kommt weg. Alles weg. Was keine Miete zahlt. So, dann ist nämlich jetzt der ungefährlich. Mit dem kann ich jetzt überall hindüsen, ohne dass was passiert. Ich darf bloß nicht in die Posten rein donnern, weil das eventuell Probleme geben könnte. Der kriegt aber irgendwann Munition, oder? Treibstoff. Das wäre schön. Ich habe fast das Gefühl, hier gibt es den Treibstoff mehr. Ist es aber eigentlich, oder? Ich glaube, der kommt halt bloß von hier oben. Warte mal, ist der mit im Netzwerk? Klar ist der mit im Netzwerk. So, der wird bloß näher eingeladen. Oder? Ja, der wurde nie eingeladen und nie, deswegen nie freigegeben. Deswegen kommt hier keiner an. Also der muss auch Fuel Stop nehmen. Aber okay. Wir lassen das jetzt mal so. Nehmen das jetzt erstmal so hin. Und sagen, jo, ab dafür, Kollege. Mache dich nach hier unten. Da unten. Hier hin, bitte. So, und da kann er dann jetzt auch erstmal stehen bleiben. Und auf besseres Wetter warten. Oder was auch immer er da tut. Mir wurscht. Was hab ich denn hier Geiles? Hier ist Tomate, Mozzarella, Brotaufstrich. Warte, ich mache hier Werbung, ne? Das ist nicht so cool. Und Tzatziki. Habe ich jetzt hier noch. Kann ich dann gleich noch essen? In einer Stunde oder so. Weil das ist mir jetzt zu viel Fummel. Das mache ich jetzt nicht. Büro, das Bild sieht etwas komisch aus. Warum? Welches Bild? Was ist denn komisch?
Was bist du für ein Pubertierender? Warum? Was ist los? Bei mir ist eigentlich alles gut hier. Auf der Karte, wo der Zug hin muss. Gott, det Willen. Warte, warte. So, haben wir das auch geklärt? Halt, mein Zug! Zurück mit dir! Dammit. Ich hab die Haltebedingungen nie gemacht. Dahin, dahin. Hier. Nur das leeres Frachtinventar. Der Zug im Bahnhof eingelaufen? Naja, ist er. Aber der ist auch gleich wieder ausgelaufen. Wegen deinem Kommentar, das konnte er sich nicht mit antun. Das war zu viel für ihn. Der ist doch noch ganz jung. Der kennt sich doch mit sowas noch gar nicht aus. Quasi wie mein Bruder. Der kennt sich ja mit sowas auch nicht aus. So. Ab dafür. Guck mal, hier gibt's jede Menge Eisen. Können wir mal ein Ding draufstellen. So, ich mache jetzt hier noch nichts. Ah, ich habe kein Land. Doch, ich habe Landfill. Hm, Glück gehabt. So, dann machen wir mal ringsrum so ein bisschen. Ja, ich habe jetzt nicht so mega viel Landfill mit. Wie viel habe ich noch? Ein bisschen haben wir noch. Können wir hier nochmal. Wie viel haben wir jetzt noch? Quasi nischt. Hervorragend, gut. Jetzt haben wir nischt mehr. Okay, aber das sollte eigentlich so passen. Ich räume erstmal den Laden jetzt hier frei. Indem wir alles wegruppen. So, hier. Großzügig alles weg. Dann hätte ich gerne die Klippen hier auch weg. Ach, hier. Kümmern sie sich schon drum. Ja, geil. Das ist ja nice. Hier die Klippen hätte ich gerne weg. Die auch. Ach, das ist ja super, dass man jetzt einfach hier die Klippen eliminieren kann. Weg mit euch. Ja, zeichne genug Sprengstoff mit. Egal, wir können ja gleich wieder heimfahren. Und keinen Bock mehr haben. So, jetzt ist die Frage. Ich hätte hier gerne irgendwie bis hier hoch geht da, ne? So. Bis wie weit geht der? Ungefähr bis hier. Warte mal, ich muss mich so hinstellen, dass ich noch vielleicht hier. Gut aus. Das sieht gut aus. Okay. Und jetzt hätte man das Ganze gerne noch nach unten. Etwas Klickensprengstoff in den Zug einladen. Ja. Wir können die natürlich auch enger bauen. Das ist jetzt die Frage. Wenn ich die enger baue, kriege ich mehr raus. Wenn ich die weiter auseinander baue, braucht man weniger. Und das Feld hält theoretisch länger. Ne, wir machen die eng. Komm, wir machen die eng. Alter, wie lange dauert denn das, den abzubauen? Etwas Sprengstoff in den Zug. Den lassen wir mal. So, pass auf den nächsten direkt daneben. Und dann nach hier unten. Also vier Bänder müssen dann hier rauskommen. Das heißt, wir brauchen hier vier Platz. Eins, zwei, drei, vier. So sieht es dann aus. So, jeder kriegt jetzt erstmal seinen Balancer, weil anders geht's ja nicht. Wissen wir ja schon. Kann auch sein, dass 4 zu wenig ist. Vor allen Dingen, wenn ich mir das so angucke, könnte das zu wenig sein. Das werden wir aber gleich sehen. Also, kommen wir jetzt hier raus. Und jetzt läuft das so hier zum Beispiel. Funktioniert das? Antwort: Nö.
Weil der lädt ja rechts aus. Der Tee ist so hier. Ja, das ist eigentlich in Ordnung. Wenn man so sagen darf. So, der müsste voll sein. Der hier ist dasselbe. Lädt rechts aus, der lädt rechts aus, das sollte funktionieren. So, und dann kommt hier jetzt schon mal soweit alles klar. Jetzt wird es interessant. Bei dem hier haben wir ja dasselbe Problem, ne? Der lädt rechts aus, das heißt immer so. Während der einfach so kann. So wird es nicht klappen. Gesamte Konstrukt nochmal weiter runtersetzen. Warum? Alles gut. Aber doch klar. Der macht so hier und läuft da durch. Ich sehe ja hier jetzt noch keinen Fehler. So, volles Kanonenrohr hier durch. Und wir nehmen auch maximale Reichweite, wenn dann schon. Nee, das hier nicht. Hier sieht es sonst komisch aus. So, und wenn das theoretisch sollte das passen. Dann sollten jetzt da die Vierer rauskommen. Ja, einfach mal Strom drauf und mal gucken, ne? Wie ist denn das jetzt hier mit dem Strom? Am besten wäre der hier. So. Wo kommt der Strom jetzt her? Das weiß keiner mehr. Na, dann sehen wir jetzt mal, wie die Testweise hier unten aussieht. Sehr gut. Es funktioniert. Meine Damen und Herren, es funktioniert. So wie es ist, können wir das lassen. Geil. Warum muss ich das jetzt runtersetzen, Phil? Dachtest du, wird nicht klappen? Oder übersehe ich jetzt hier gerade irgendwas und das wird tatsächlich nicht klappen? Für mich sieht das jetzt gerade gut aus. Ja, und das Ding brauchen wir jetzt eigentlich bloß zu kopieren. Machen wir eine neue Blaupause hier. Mittig aufs Feld klatschen. Nee. Ich will ja nicht bloß Vierer haben. Hier, guck mal, da machen wir so viele drauf wie geht. Hier, da sind wir großzügig. Ich will hier richtig viel raus haben. Und dann haben wir nämlich, dann machen wir da nämlich gleich auch eine ordentliche Verarbeitung für Ziegelstein dran. Und wenn wir da mehrere Achterbänder rauskriegen, ist das gar nicht schlimm. Ich weiß, den könnte man, nö, das habe ich hier eigentlich ganz gut gesetzt tatsächlich. Ja, wir machen jetzt erstmal hier die Blaupause, pass auf. Neue Blaupause, die ist die hier. Ja, nee, lass mal so. Das ist meine Blaupause hier. Die nennen wir jetzt Omega-Mine. Wie schreibt man Mine? Wahrscheinlich nicht so, keine Ahnung, was weiß ich. Mach mal Abbau. Abbau kriege ich hin. Nee, das müssen wir uns jetzt hier vertippen. So, Hammer. Den hätte ich jetzt. Wo ist er denn? Da. Den hätte ich jetzt gerne im Blaupausenbuch hier. Rechte Maustaste zum Öffnen. Den hier mit rein. Und dann kann der hier raus. Ciao. Stattdessen haben wir dann jetzt die Omega-Mine da drin. Geilo. Geilomatico. Und zwar ist der Plan jetzt, die so hier aufzubauen. Und dann nochmal. Ich muss sogar noch mehr hin. Das ist sehr, ne?
Das ist ja maximal. Geht dir das an, ne? Das wird gut. So, und jetzt ist der hier unten noch. Bräuchte man noch ein bisschen Landfill, sehe ich gerade. Ne, braucht man nicht. Alles gut. So, damit ist das eigentlich alles abgedeckt. Grob. Glaube ich. Ah, hier glaube ich nicht ganz, aber das passt schon so. Das ist gut, das ist gut. So, pass auf, den können wir wegmachen, den haben wir nämlich nicht. Ciao. Warte mal, da unten mache ich einfach was Händisches hin. Oder? Da können wir mal die hier nehmen. Einfach nur die hier. So. Sehr schön. Okay, wir brauchen jetzt noch ein paar davon. Du hast da genug Stein, um dir etwas Landfill zu craften. Ach so, ja, das stimmt. Wenn man mir das so sagt, ist das natürlich richtig. Habe ich überhaupt Maschinen mit? Ja, hier sogar eine große. Darf es auch etwas Landfill sein? Ist doch natürlich richtig hier. gönn dir hier. Na, und dann machen wir ein bisschen Landfill hier. Das ist ein bisschen wenig in so ein Ding, ne? Aber das funktioniert hier. Ja, schön. Ach, was ich vergessen habe, ist... Ja. Ich habe was vergessen, nämlich... Ich habe auch eine Schmidt davon, mal davon abgesehen. Da fehlen die... Muss ich gleich nochmal ändern. Die Blaupause muss ich nochmal aktualisieren, denn ich habe die Dinger hier vergessen. So viele davon brauchen wir ja nicht. Ich muss eh gleich nochmal heim. Schmeiß mehrere Bänder rein. Ja, wäre eigentlich besser, ne? Aber habe ich jetzt keinen Bock. Ich brauche ja auch nicht viel. Eigentlich brauche ich gar nichts. Passt ja hier. Ach komm. Hier, komm, machen wir noch ein Band rein. For the time being, da können wir uns hier nochmal ein bisschen was machen. Upp. So, viel Spaß. Ja, da hat's zu tun. So, hier, Module überall rein. Bup, bup, bup. Ja, komm, wir holen jetzt erstmal hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 weitere von den Dingern. Und dann können wir ordentlich was machen. Wie viele Bänder habe ich denn da jetzt eigentlich? Ich habe nicht gezählt. 4, 8, 16... 20 Bänder. 20 Bänder haben wir da. Da können wir was mitmachen, da. Wenn er 18 Bänder, circa 18 Bänder, kann das Ding hier verwursten. Na, theoretisch kannst du den hier umdrehen. Oder innen davon kannst du umdrehen. Die brauchen bloß hier halb so groß zu sein, beziehungsweise ja, der eine von der anderen Seite. Ja, da gucken wir dann mal. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall fahren wir erstmal heim. Hier Versorgung und den merke ich mir da.
Fahre ich gleich nochmal hin. Das hier ist echt, ist schon echt nice. Also. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir echt. Ein schöner Mod. Den hätten wir ein bisschen eher, hätten wir den schon haben können. Das wäre nice gewesen. Weil jetzt bin ich versucht, alle Posten umzubauen. Auf die Dinger. Bei denen würde es sich jetzt fast anbieten, Produktivität rein. Ach nee. Nee. Produktivität macht keinen Sinn. Du kriegst ja maximal bloß 30% Produktivität hin. Und das ist ja nix. Wir haben ja so schon 600%. Da machen die 30% keinen Unterschied und dafür braucht er doppelt so viel oder was weiß ich, wie viel mal so viel Strom und macht so und so viel mehr Umweltverschmutzung. Das macht keinen Sinn. Nee. Kann dein Stromfeld das ab?